Oh, fang mich doch, Jimmy. Bleib, du kriegst mich niemals. Bleib stehen. Oh nein. Oh, ich bin einfach schneller als du. Leute, wir spielen gerade Fange mit meinem kleinen Bruder. Und er kriegt mich nicht, weil er so langsam ist. Du. Lumi, hör auf. Ich hab Hunger. Bitte. Wie, du hast Hunger? Wir spielen doch gerade Fange. Aber mir geht's nicht gut. Mein Bauch tut mir weh, mein Bauch tut mir weh. Jimmy, ist alles gut mit dir? Du hast dich gerade irgendwie komisch angehört. Wie habe ich mich denn angehört? Hör auf, deine Stimme zu verstellen. Das ist nicht lustig. Ich hab Hunger. Jimmy, beruhig dich mal. Was ist mit deiner Stimme los? Lumi, besorg mir was zu essen. Los, ich hab Hunger. Lumi, bitte. Bitte, irgendwas stimmt mit meinem kleinen Bruder nicht. Er verhält sich richtig merkwürdig. Oh, seht ihr das auch so? Er redet ganz komisch. Jimmy, erschreck mich doch nicht so. Was hast du da? Jimmy, Mann, warte mal. Bitte. Beruhig dich. Was ist los mit dir? Was passiert mit mir? Hey, ich will dich gar nicht essen, bitte. Wie, warte mal, was für mich essen? Ich glaube, er will mich essen, Leute. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Oh nein, oh nein, oh nein. Jimmy, beruhig dich. Oh, Leute, ich glaube, ich gehe lieber ins Haus. Irgendwas stimmt nicht mit Jimmy. Jimmy? Jimmy, was ist mit dir passiert? Lumi, ich werde dich essen. Ich werde dich essen. Genau. Warum? Leute, nein. Irgendwas stimmt mit meinem kleinen Bruder nicht. Er ist auf einmal riesig und sagt, er will mich essen. Nein, nein, nein. Jimmy, warte mal. Du musst dich beruhigen. Du bist auf einmal riesengroß. Was ist los mit dir, Jimmy? Ich will da rein. Lass mich rein. Ich hab Hunger, Hunger, nein, Hunger. Nein, niemals. Leute, ich glaube, mein kleiner Bruder will mich essen. Leute, ich glaube, ich gehe lieber in mein Haus und mach das sicher. Ich weiß nicht, was Jimmy da vorhat, aber... Nein, warte mal. Jimmy versucht einzubrechen. Nein, 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 Leute. Das darf ich nicht zulassen. Jimmy, was ist los mit dir? Irgendjemand hat ihn vergiftet oder so. Ich muss schnell ein sicheres Haus bauen. Ich glaube, er will mich essen, Leute. Oh nein, Jimmy, beruhig dich. Wir sind doch Brüder. Hunger, Hunger, ich hab Hunger. Los, gib mir Essen. Essen. Oh, er hat das Tor schon komplett kaputt gemacht. Leute, es wird Zeit, sich ein sicheres Haus zu bauen. Und ihr müsst mir dabei helfen. Also Leute, ihr müsst alle das Video innerhalb der nächsten 3 Sekunden liken, damit wir die sicherste Base bauen. Kommt schon. 3, 2, 1 und jetzt alle ein Like da lassen. Oh, ihr seid die besten Leute. Ich hoffe, ich finde was in meiner Kiste, um das Haus sicher zu machen. Weil wenn Jimmy so weitermacht, dann ist das gleich alles kaputt hier. Oh Mann, bitte. Oh, ja, Leute, seht ihr? Ich habe in meiner Kiste richtig viele coole Sachen, womit wir wirklich das sicherste Haus aller Zeiten bauen können. Ich glaube, ich werde jetzt alle Sachen hier rausnehmen und dann werde ich ein richtig sicheres Haus bauen. Ich muss einfach ein sicheres Haus für meinem eigenen Bruder bauen, weil er mich einfach essen möchte. Oh nein, wenn Jimmy so weitermacht, ist er gleich hier. Mann, Jimmy, beruhig dich. Was soll das? Lumi, bitte. Ich hab wirklich Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Gib mir Essen. Aber los. Du kannst doch nicht mich essen, es ist was anderes. Oh nein, Leute. Ich glaube, wir müssen diesmal wirklich was richtig Starkes bauen, um ihn aufzuhalten. Ich habe auch schon eine coole Idee. Und zwar werde ich diesmal eine Feuerpfeil-Abwerfanlage bauen. Und wie die funktioniert, zeige ich euch jetzt. Erstmal brauchen wir genug Abstand zu unserem Haus. Dafür nehme ich jetzt erstmal meine Spitzhacke und dann machen wir das erstmal alles weg hier. Oh nein. Jimmy ist schon gleich drin. Und außerdem, woher hat er so einen fetten Tennisschläger? Ich glaube, er wollte mich damit erschlagen, Leute. Habt ihr das gesehen? Oh nein. So, ich habe jetzt genug Platz zu meinem Haus gelassen. Und jetzt werde ich hier anfangen, etwas richtig Cooles zu bauen. Und zack. Okay, Leute, die letzten Blöcke habe ich abgebaut. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall einen riesengroßen Graben gemacht. Und ja, das Tor ist gleich kaputt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ah, okay. Das heißt, der Graben steht, Leute. So, und jetzt kommen wir so zur sogenannten Pfeil-Feuerabwehranlage. So nenne ich die. Und zwar müssen wir jetzt hier erstmal so eine 2-Block-hohe Obsidianwand bauen. Die mache ich einmal jetzt hier hin. Zack und zack und zack.
Das muss ich auch einmal um das komplette Haus rum machen, Leute. Und dann müssen wir da oben drauf einmal so richtig coole Werfer hinmachen. Und die mache ich auch um das komplette Haus rum. Oh nein. Omi, lass mich rein. Ich hab Hunger. Ja, Jimmy, Mann, ich bin dein Bruder. Du willst mich essen, du Fiesling. Du hörst auf damit. Lecker. Oh nein, er macht meine komplette Insel kaputt, der Blödmann. Er will mich essen, verdammt nochmal. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. So, jetzt machen wir hier Werfer hin, Leute. Und jetzt machen wir davor Lava. Genau so. Dann kann die hier schön runterfließen. Zack. Und wenn die dann hier runterfließt, Leute, dann zeige ich euch was. Jetzt kann ich hier nämlich einen Pfeil reinmachen, genau so. Und wenn ich jetzt einen Knopf hier ranmache und dann quasi diese Abwerfanlage schießen lasse, dann passt ganz genau auf. Zack, schießt hier einfach brennende Pfeile. Und das werden wir um die komplette Base rum machen. Und dann werde ich dich mit ganz viel brennenden Pfeilen abschießen, du Blödmann. Hunger, Hunger, Hunger. Ich komme immer näher. Oh nein, Leute, wir müssen uns beeilen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich überall die Wand fertig gebaut habe. Das kann jetzt echt kurz dauern. Oh Mann, Leute, das ist echt anstrengend. Ich bin aber jetzt gleich fertig. So, nur noch der letzte. Zack. Und jetzt kommen hier auch die letzten Pfeile rein. Oh, Leute, das war echt eine Arbeit. Ich sag's euch. Guckt euch das an. Ich habe jetzt hier überall diese Werfer hingemacht. Und ihr seht, mein kleiner Bruder braucht auch nicht mehr lange. Oh, Leute, aber ihr seht, ich habe hier auch überall Pfeile reingemacht. Das heißt, wenn ich dann hier gleich auf einen Knopf drücke, wird in allen Richtungen einfach brennende Pfeile geschossen. Das heißt, mein kleiner Bruder Jimmy kann sich auf was gefasst machen. Das wird die sicherste Base aller Zeiten. Aber irgendwie... Mann, beruhig dich, du großes Baby. Mann, Leute, ich habe Angst, dass er einfach hier drüber springt, weil er so groß geworden ist, warum auch immer. Ich glaube, wir müssen hier oben noch eine sichere Laserwand hinbauen. Deshalb nehme ich mein letztes Obsidian und mache hier oben eine richtig große Laserwand hin. Ich glaube, ich gehe einmal hier in die Ecke und dann machen wir einmal zack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke hoch. Ich glaube, das wird groß genug sein, Leute. Und das mache ich jetzt einmal um die komplette Base rum. Dann machen wir da überall Laser hin. Das wird so krass aussehen. Aber damit ich nach unten keinen Fallschaden bekomme, nehme ich natürlich mein Jetpack, Leute. Und wow! Leute, guckt euch mein cooles Jetpack an. Damit kann ich einfach fliegen. So, jetzt bekomme ich keinen Fallschaden, super. Ich würde sagen, wir lassen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke Platz. So. Und dann kommen hier wieder überall Obsidianblöcke hin. Und das werde ich jetzt einmal um die komplette Base drum machen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Oh Mann, das kann echt lange dauern jetzt. Oh Mann, ich kann nicht mehr, Leute. Das ist so anstrengend die ganze Zeit. Oh. Aber ihr seht, das war der letzte Turm. Ich habe überall um die komplette Base so Obsidian-Türme gemacht. Und dazwischen kommen jetzt monsterrote Laser. Das heißt, wenn mein kleiner Bruder Jimmy, beziehungsweise jetzt mein großer Bruder Jimmy, der schon fast alles kaputt gemacht hat und hier einbrechen möchte... Das heißt, der kommt dann auf keinen Fall hier durch, weil überall Laser sein werden. Das heißt, ich muss einmal nach unten mit meinem Jetpack. Und... Oh, langsam, Lumi. Oh, okay. Und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Wir brauchen einmal diese Shield Pads. Die müssen wir einmal hier an die Seite überall ranmachen. So. Und dann nehme ich diese roten Dinger hier. Und wenn ich die dann verbinde, so, einmal nach drüben, zack. Seht ihr schon, habe ich hier so einen roten Laser. Und glaubt mir, der ist richtig gefährlich, sobald man den berührt. Oh Mann, ouchie, das tut richtig weh dann. Und das machen wir jetzt um die komplette Base, Leute. Ich würde sagen, das wird auf jeden Fall auch kurz dauern. Aber ich werde mein Bestes geben. Oh Leute, das hat auch lange gedauert. Ich habe jetzt überall diese Shieldpads platziert. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Laser. Das heißt, einmal verbinden, so. Und einmal zack. So, so sieht das aus. Dann der nächste. Und zack. Und das mache ich jetzt überall in der Hoffnung, dass mein kleiner Bruder Jimmy nicht gleich einbricht. Das dauert nicht mehr lange. Aber Leute, guckt euch diesen krassen Laser an. Ich glaube, der wird ihn auf jeden Fall aufhalten. Ich werde das jetzt um die komplette Base rum machen. Und dann kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal er. Oh, Leute, ich kann nicht mehr das... Oh, ich habe jetzt... Oh mein Gott. Um die komplette Base einmal... Oh.
so Laser gemacht. Und ich sage euch, das hat echt lange gedauert. Mir fehlt jetzt noch ein letzter Laser. So, zack. Jetpack anziehen und ab nach Drypur. Das ist ein bisschen schnell. Ich darf nicht in die Laser reinfliegen. Oh. So, und zack. Der letzte Laser steht. Siehst du das, Jimmy? Ha, ich weiß nicht, was er da macht, aber du wirst gegen meine sichere Base keine Chance haben. Weißt du, wie sicher die ist, ha? Oh, ist mir egal. Hab Hunger und ich werde dich kriegen. Leute, schaut mal, der Eingang ist schon fast kaputt. Es dauert also nicht mehr lange. Bedeutet nur, schnell rein. Oh. In die Base. Ich muss überlegen, Leute, was können wir noch bauen? Wir müssen auf jeden Fall, das hätte ich fast vergessen, noch eine komplette Redstone-Schaltung bauen, damit diese ganzen Werfer auch noch funktionieren. Außerdem, oh, oh, der Jetpack ist echt cool. Außerdem, Leute, wäre es cool, oh nein, 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 mein Jetpack explodiert. Oh, das war knapp. Außerdem wäre es cool, wenn wir das Ganze noch mit Glas zubauen, damit die Lava nicht so rausfließt. Und dann können wir hier noch einen coolen Graben hinmachen und Kaktus. Ich würde sagen, Leute, ich nehme jetzt erstmal Glas und mache hier eine kleine Glaswand überall hin. Und zack, die letzten Glasblöcke. Oh, Leute, das hat echt lange gedauert. Schaut mal, jetzt habe ich um die komplette Base einfach so eine Glaswand gemacht, damit die Lava ein bisschen geschützt ist. Und so wie das Ganze von außen jetzt aussieht, jetzt habe ich da auf jeden Fall auch ein bisschen Platz gelassen, damit die Feuerpfeile noch rausschießen können und... Oh nein, 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 Jimmy ist bald zu weit. Jimmy, was wird das? Ich werde mich einfach runterbuddeln. Hm, genau. Oh nein, ich glaube, er will mich wirklich fressen. Warum will mein eigener Bruder mich aufessen, Leute? Okay, vielleicht sollten wir was unternehmen. Er sagt, er will sich drunter buddeln. Er könnte das einfach alles abbauen. Ich glaube, ich werde jetzt eine Schaufel nehmen und werde vor meine Base noch einen richtig großen Graben hinmachen, wo er reinfallen wird. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Leute. Ich würde sagen, ich buddel hier jetzt noch einen richtig großen Graben hin, damit Jimmy da dann reinfallen wird. Und dann machen wir hier unten noch irgendwie... Am besten so ein paar coole Spikes hin, dass wenn er da drauf fällt, die ganz doll Aua machen werden, Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal hier einen großen Graben buddeln. Oh, und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh Mann, das kann auch wieder echt lange dauern. So, und die letzten... Und... Oh, 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 Leute, guckt euch das an. Ich habe jetzt den ersten Graben fertig. Der ist richtig tief, das heißt, wenn mein kleiner Bruder... Jimmy? Oh nein, Leute. Er ist... Lass mich durch. Er ist gleich drin, Leute. Oh nein, ich glaube, wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich werde es gar nicht schaffen, auf jeder Seite einen Graben zu machen. Egal. Der vorne wird schon ausreichen. Vielleicht sollten wir lieber noch... Oh, noch ein, was brauchen wir? Ich werde jetzt, glaube ich, noch... oh, was können wir machen, Leute? Wir können vielleicht... oben auf dem Glas noch Stacheldraht hin machen. So, schaut, ich fliege einmal nach oben und zack. Und jetzt kommt hier oben überall noch Stacheldraht hin. Ich glaube, das könnte die Base nochmal richtig sicher machen. Und dann wird er auf keinen Fall hier einbrechen. Und sollte er es doch schaffen, dann, dann wird der Laser auf ihn warten. Okay, Leute, das heißt auf jeden Fall jetzt überall schön Stacheldraht hinmachen. So, zack, zack, zack. Oh Mann, ich sehe auch, Jimmy ist total am Durchdrehen. Er ist auf jeden Fall gleich in der Base drin. Das dürfen wir nicht zulassen. Komm schon, Lumi, beeile dich. Wir müssen jetzt hier wirklich... Oh Mann, ich habe mich schon wieder verbaut. Wir müssen hier überall Stacheldraht hinmachen, damit die Base auch wirklich richtig sicher ist, Leute. Ich meine, er soll ja auf keinen Fall hier reinkommen. Er will mich einfach essen, Mann. So, das heißt Stacheldraht für Stacheldraht, Stacheldraht für Stacheldraht, Stacheldraht für Stacheldraht. Leute, ich beeile mich. So, und den letzten. Aua. Oh, aua, das hat wehgetan. Aber dafür sieht es richtig cool aus. Ihr seht, ich habe jetzt überall auf dem Glas so richtig coolen Stacheldraht. Der ist unbesiegbar. Das sieht richtig, richtig cool aus. Jimmy, du wirst schon noch sehen. Meine Base wird dich aufhalten. Niemals. Ich bin gleich drin. Oh nein, Leute, er ist wirklich gleich drin. Oh, ich überlege gerade. Vielleicht sollten wir die Spikes noch nutzen und die hier überall um das Haus drum machen. Genau so. Und ich überlege, ich glaube nicht, dass Jimmy so dumm ist und hier reinfällt. Vielleicht sollten wir das Ganze mit Fallgruben zumachen. Das heißt, ich mache hier eine Fallgrube hin. Und wenn man dann ein Gras reinmacht, Leute, dann fällt er da einfach durch. Also ich zeige euch das mal so, so,
Das sieht dann von oben wie Gras aus, aber wenn man drüber läuft, zack, fällt man durch. Ich glaube, somit können wir ihn auf jeden Fall eine coole Falle stellen. Das heißt, ich mache jetzt hier überall diese Fallgruben hin, so. Die machen wir einmal überall um das komplette Loch drüber. Dann kommen hier überall die Spikes hin, so. Hello, me. Oh nein, er ist gleich drin, Leute. Ich muss auch noch hier die Redstone-Anlage bauen, damit die Pfeile schießen. Und dann haben wir, glaube ich, keine Zeit mehr, noch mehr zu bauen. Weil sonst ist Jimmy gleich im Haus drin. Aber ich sag euch ehrlich, guckt euch meine coole Base an. Die ist so riesig und so cool. Ich glaube, dagegen wird mein kleiner Bruder auf jeden Fall keine Chance haben. Schreibt in die Kommentare rein von 1 bis 10, wie cool findet ihr meine sichere Base. Ich finde sie wirklich eine 10 von 10. Aber ich muss jetzt erstmal noch schnell hier das Ganze fertig bauen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Das kann kurz dauern wieder. Oh Mann. So, und zack. Perfekt, Leute. Jetzt habe ich um die komplette Base, beziehungsweise um das sichere Haus, überall noch so Spikes drum gemacht, sobald man da reinläuft. Aua! Ihr seht, das tut richtig weh. Da wird mein kleiner Bruder sich auf jeden Fall pieksen. Leute, ich sag euch ehrlich, das ist echt das sicherste Haus, was ich jemals gebaut habe. Oh nein, Jimmy, was machst du denn schon hier? Ich will da hoch. Ich hab so noch Hunger auf dich. Leute, er hat alles kaputt gemacht. Er hängt nur noch an dieser einen Stelle fest. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Mir fällt ein, ich habe das Wichtigste vergessen. Wir müssen immer noch die Redstone-Schaltung für unsere Feuerwerfer bauen. Das heißt, ab rein in den Jetpack und rein ins Haus, Leute. Aber eins muss ich sagen, es sieht jetzt auf jeden Fall ultimativ sicher aus. Dagegen wird er keine Chance haben. Aber Leute, ich sage euch ehrlich, wir müssen jetzt auf jeden Fall das Wichtigste bauen, und zwar die Redstone-Schaltung. Oh, das wird ein bisschen komplizierter. Dafür müssen wir hier oben auf jeden Fall überall Obsidian hinmachen. Dann kommen hier oben überall so Redstone-Verstärker hin. Genau so, das muss jetzt überall hingemacht werden. Und dann müssen hier überall noch kleine Redstone-Leitungen verlegt werden. Und das um die komplette Base rum. So, ich würde sagen, ich mache jetzt einmal noch um die komplette Base die Redstone-Verstärker-Schaltung hin. So. Und dann, hoffe ich, bin ich auch bereit, um Jimmy zu besiegen, Leute. Mein kleiner Bruder macht mich echt alle. Oh, ich muss jetzt hier schnell alles verbinden. Lumi, komm schon, beeile dich. Oh, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das ganze Redstone verbunden habe. So, und die letzten Redstone, Leute. Okay, das ist auch fertig. Die Redstone-Schaltung steht. Jetzt würde ich sagen, Jimmy kann sich auf was gefasst machen. Lumi. Oh nein. Oh, Leute, er ist... Oh nein, ich glaube, er ist drin, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Redstone-Schaltung, komm, bitte aktivier dich. Wir müssen jetzt einmal hier... Oh, ein Hebel. Leute, ich hoffe, alles passt. Wir müssen uns die Base nochmal anschauen. Also, der Laser steht. Redstone-Schaltung steht auch. So, der Stacheldraht steht auch. Eigentlich müsste alles passen, ne? Oh, Jimmy, wo hast du das denn her? Was wird das? Ich hab so einen Hunger auf dich, dass ich mich vorbereitet habe. Oh nein, Leute. Es wird Zeit für unsere richtig heftige Feuerabwehranlage. Seid ihr bereit? Jimmy, ich werde es dir zeigen, Leute. Jetzt ist es soweit. Die Zeit ist abgelaufen. Der Kampf wird beginnen. Jimmy, ich habe was vorbereitet für dich. Bist du bereit? Ich könnte gleich da. Nimm das. Au, au. Keine Chance. Oh, nein, Leute. Seht ihr? Aber es funktioniert. Die Feuerabwehranlage funktioniert. Ich kann damit richtig viele Feuerpfeile schießen. Angriff! Das macht mir nichts. Oh nein. Au, au, au! Ha. Oh, was siehst ist das du? Denn? Hast du doch nicht mitgerechnet. Leute, wir dürfen nicht aufgeben. Feuerabwehranlage. Und schießen! Angriff! Keine Chance. Oh, oh, was gibt mir die ganze Zeit Hits hier? Au, das tut weh. Ja, das sind die Spikes. Leute, Gott sei Dank, Jimmy ist so groß. Der hat einfach meine Stacheln hier unten übersehen. Wenn du da reinläufst, bekommst du Schaden, du Vollidiot. Dagegen kannst du nichts machen. Ne? Durchgehen. Oh nein, er baut die Base ab. Wir müssen... Au, au, zurück. Au. Oh, Leute, was denkt ihr? Wer wird gewinnen? Meine super-duper Base oder mein kleiner Bruder? Ich werde weiterschießen. Nimm das Feuerwehrlage. Au, 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 au. Oh, ich hab nur noch drei Herzen. Schnell, schnell, schnell. Oh,
Ich hab... Jimmy, wir sind Brüder, wir müssen nicht gegeneinander kämpfen. Hör auf damit. Du willst es nicht anders. Ich werde dich komplett durchdrehen. Jetzt reicht's mir. Oh nein, nimm Leute. Das. Was soll ich machen? Nimm das. Er macht alles kaputt. Deine Lava wird's dir aber zeigen, du Blödmann. Nein, niemals. Oh, ich muss schnell was essen und sozusagen nicht gut. Weiter schießen! Au, das tut weh, Lumi. Ich bin immer noch dein Bruder. Warum willst du mich essen? Oh nein, Leute, er versucht immer weiter einzudringen, Mann. Geh weg! Das bringt doch alles nichts. Ich versuch's von der anderen Seite. Leute, mein kleiner Bruder will von der anderen Seite einbrechen. Zum Glück schießt meine Werfer von allen Seiten. Jimmy, von der Seite wirst du auch keine Chance haben. Meine Abwehranlage schießt von allen Seiten. Pass auf. Nein, nimm das, Jimmy. Au, das hat wehgetan. Dann verschwinde. Ich werde dich so lange mit meinen Pfeilen abschießen, bis du verschwindest. Ich habe auch einen Bogen. Nimm das, Jimmy. Hey, hör auf, Lumi. Du kriegst das zurück. Komm her, ich will dich jetzt aufessen. Er ist so riesig. Ja, genau, aufessen. Ich habe nämlich richtig Hunger. Nein, komm, Feuerabwehranlage, schieß. Aua, komm, ich muss mir den Weg hier freimachen. Oh nein. Komm schon. Leute, er versucht einzudringen. Meint ihr, mein Laser wird ihn aufhalten? Ihr müsst mir jetzt alle die Daumen drücken. Und wenn ihr es nicht gemacht habt, abonniert jetzt alle den Kanal in der Hoffnung, dass da mein Laser standhält. Jimmy, versucht doch, durch mein Laser einzudringen. Du wirst es nicht schaffen. Ich muss durch Lava schwimmen. Das ist aber nicht einfach. Oh nein, er will mein Haus angreifen. Du wirst hier nicht durchkommen, Jimmy. Der Laser wird dich aufhalten, ich sag's dir. Niemals. Ich komm hier durch. Au. Leute, seht ihr? Seine Rüstung ist kaputt gegangen. Siehst du, das bringt nichts, Jimmy. Au, das tut weh. Au. Weg hier. Zurück. Ich habe deine Rüstung schon angefangen kaputt zu machen. Siehst du, der Laser ist zu stark für dich. Du wirst hier nicht durchkommen. Ich werde durchkommen. Nein, verschwinde. Hör auf, Jimmy. Ich werde dich jetzt mit meinem Bogen abschießen. Verschwinde. Niemals. Los, kommst du hier nicht rein. Halt dich fern von meiner Base. Leute, ich habe das Gefühl, sie ist irgendwie nicht sicher genug. Wobei, mein Laser wird ihn hoffentlich aushalten. Verschwinde, Jimmy. Nein, bitte nicht. Jimmy, hör einfach auf. Du wirst hier nicht reinkommen. Siehst du, deine Rüstung ist schon kaputt. Verschwinde. Okay. Lumi, wir können auch ganz normal reden, wenn du willst. Du bist riesig und willst mich essen. Gar nichts fertig. Okay, dann werde ich ein letztes Mal das versuchen. Attacke! Nein, bitte, los. Laser. Nein. Attacke, komm schon. Attacke. Ja, mein Laser. Mein Laser hat ihn... seht ihr den ganzen Rauch? Er ist gestorben, Leute. Mein Laser hat ihn aufgehalten. Meine Base hat Jimmy vernichtet. Oh mein Gott, es hat geklappt, Leute. Ich bin jetzt endlich wieder sicher. Oh Mann, hättet ihr gedacht, dass meine sichere Base standhält? Oh Mann, Leute. Ich weiß nicht, was mit Jimmy los war und warum er auf einmal so riesig geworden ist. Ich glaube, er hat irgendein Virus in sich gehabt. Aber seht ihr, meine sichere Base hat ihn auf jeden Fall aufgehalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Vergesst nicht, meine Freunde in der Beschreibung abzuchecken. Und bevor ihr geht, müsst ihr hier rechts noch drauf drücken. Das ist auch ein echt cooles Video, was ihr euch anschauen müsst. Also drückt drauf, Leute. Bis zum nächsten Mal.